Ja, man sieht's. 36,7 Grad im Schatten. Wir stehen jetzt hier an der alten historischen Hindenburgbrücke, die im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. 1913 als Eisenbahnbrücke gebaut und dann 1945 bei Luftangriffen zerstört. Hier sieht man noch die Bauwerke, die die Brücke über den Rhein gestützt haben. Und ein mächtiger Turm. Ja, jetzt befinden wir uns unter der alten Hindenburgbrücke. Hier ein Hinweisschild. Man kommt von hier aus in die Fuldaaue und Ilmenaue, ein Naturschutzgebiet. Ja, hier nochmal eine Tafel an der Brücke mit einem Bild, wie das früher ausgesehen hat. Und eben auch der Hinweis Entstehung und ja, Zerstörung. 1000 Meter war diese Eisenbahnbrücke lang. Ja, hier der Beginn dieser Rheinauen mit dem Seidenarm, der hier als Hafen dient an der Brücke. Und hier so ein kleiner Strand. Wir sind unterwegs vom Campingplatz an der Hindenburgbrücke in Bingen Richtung Bingen Ort und zur Fähre, um auf die andere Rheinseite nach Rüdesheim zu kommen. Ja, ziemlich heiß heute wieder. Mal schauen, wie lange wir es aushalten. Nach ein paar Metern, Minuten, ist man schon da an der Fähre vom Campingplatz aus. Und so wie es aussieht, kommt auch schon eine Fähre von der anderen Seite. Aha, hier ist ein Fahrplan. Die Tickets bekommt man an Bord. Und hier haben wir einen Schatten. So, da kommt sie. Unser Ferryman. Ganz schöner Wind mittlerweile, der hier auch am Rhein entlang bläst. Habe jetzt noch schnell die Markise weggemacht an unserem Wohnmobil, weil wer weiß, was kommt. So, stehen wir da auf der Fähre über den Rhein. Da kommt noch ein Flusskreuzfahrer von rechts, der Vorfahrt hat. Siegfrieds mechanisches Musikkabinett. Ja, viel warm, ne? Thank you.
Drosselig. Und hier die Drosselgasse. Biergartenstadt Frankfurt. Foltermuseum und Haus der Weine. Alles an einem Eck. Und sowas gefällt mir natürlich auch immer. Vespa. Tolle Stadt. Toller Ort. Ja, hier die berühmte Drosselgasse. So, ja, jetzt geht's mit Rad hier durch die Weinberge hoch zum Aussichtspunkt und Denkmal. Es geht ein ganz schöner Wind, aber ist eigentlich gut, weil er doch schön kühlt bei den Temperaturen. Und ich glaube, da unten sieht man es schon, dass Niedrigwasser auch schon wieder hier am Rhein herrscht. Da schauen schon viele Steine raus. Die Fahrrinne ist natürlich gekennzeichnet. Ganz toller Weg hier rauf. Mit diesem wunderschönen Ausblick darunter. Mal nochmal der andere Blick hier bei der Hochfahrt. Wieder die Fähre unten und ganz weit im Hintergrund der Campingplatz Hindenburgbrücke, Bauerschosch. Ja, man meint, man hat schon den schönsten Punkt zum Filmen, Fotografieren und ja, weiter oben gibt es immer noch einen schöneren. Eremitage, Einsiedlerbauwerk hier, so um 1700. Zwei Räume oder drei, Kapelle und Schlafraum. Ja, sind wir da oben. Am Niederwalddenkmal. Lieb Vaterland, magst ruhig sein. Fest steht und treu die Wacht am Rhein. Wir sind jetzt auf dem Rückweg von Rüdesheim und mit der Fähre übergesetzt. Hier die Zufahrt zum Campingplatz. Hier dann schon die Einfahrt und die schöne Terrasse mit schönen Plätzen. Hier Campingplatz Hindenburgbrücke Rezeption. Der Bauerschorsch ist das Gaststätte Hindenburgbrücke Eingang hier. Ja, dann hier die Einfahrt zu den
Stellplätzen. Rechts das Toilettengebäude, Waschhaus und so weiter. Geradeaus geht es zur Entsorgungsstelle, zeige ich noch. Und hier stehen wir. Markise haben wir jetzt schon weggemacht heute Vormittag, weil es dann ein bisschen das Winden angefangen hat. Und naja, jetzt sind wir da. Nach unserer Radtour und schönen Radausflug über den Rhein, Rüdesheim. Ja, dann, jetzt gibt's ein kaltes Bier. Bis dann. Guten Morgen. Heute geht's wieder weiter. Hier geht's zum Sanitärgebäude. Da oben Geschirrspülen und Waschmaschinen. Dann erst der Aufgang, die Damen und dann zu den Herren. Hier links ist die Zeltlerwiese und im hinteren Bereich sind Dauerstellplätze. Kurzer Blick rein in die schön neu renovierten Duschen und Waschgelegenheiten, auch Toiletten. Alles schön tipptopp sauber. Seite des Sanitärgebäudes befindet sich die Chemietoilettenentsorgungsstelle und auch an einigen Stromsäulen dann Wasserentnahmestellen. Auch leicht anzufahren. Und hier vorne überall schöner Rheinblick.